Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer Bastelstunde in 7 Days to Die. So. Ich denke mal, wir könnten hier nochmal eben gucken, ob wir daraus noch was zusammen schustern können mit dem Zeug, was wir hier haben. Ja, da kriegen wir was. Nehmen wir die hier. So, dann setze ich das hier und das da rein. Dann haben wir das auch. So, der ist überall drin. Hier habe ich noch, hier war es, ja. Da fehlt nur der Receiver, nicht der Stock, der Receiver fehlt da. Kommt das da wieder rein. Dann hole ich mir hier raus einen Receiver. Da wir ja auch hier so viele haben, dann kann ich den auch mal besser verticken. Na, mach schon. So, und dann habe ich auch wieder zwei kurze weg. Schwuppdiwupp. Ja, das lohnt sich. So. Ich habe so viele AK-Parts, ne? Das ist echt nicht mehr schön, Leute. Hier noch eine AK? Ja, habe ich. Ah, das, da fehlt der. Okay. Der Abzug quasi. SMG-Parts, Sniper, das ist alles relativ in Ordnung. Pistole habe ich hier noch zweimal. Da habe ich hier aber nichts mehr liegen. Ne, da fehlen die anderen beiden Dinge. Hunting Rifle Parts, Pistolen, das. Wieso habe ich das denn da drin, Leute? Entschuldigung. Das geht aber gar nicht. Das ist Pistole, das hatte ich gerade schon. Das hatte ich auch gerade schon. Aber hier, Hunting Rifle Parts. Da fehlten doch bei einem. Hier, danke. Nächste, fertig. Zack, wieder ein bisschen mehr Platz. Und wieder ein Hunting Rifle zum Verticken. Was bringt das? Ja, immerhin 4000. Kann man nicht meckern. Habe ich jetzt Hunger? Ja, langsam kriege ich Hunger. Ich ziehe mal einen Poncho an. Ich hätte es mal eigentlich die ganze Zeit den Poncho anziehen sollen. Ne? So, das kommt da oben rein. Machen wir hier die Reihe mit dreckigem Wasser mal voll. Das reicht das eigentlich an dreckigem Wasser dann, wenn ich dann fertig bin? Ja, okay, das dauert ja noch ein bisschen. Ah, doch, das reicht, ne? Essen habe ich noch 35,19. Da könnte man noch mal ganz kurz Cornbread. Ja, mal 20. Wie lange braucht der? 2 Minuten. Komm. Gibt's als Bonus oben drauf. Dann habe ich nochmal 20 Cornbread mehr. Das ist immer Gunpowder, das hacken wir auch schon mal weg hier. Wo wir gerade hier sind, können wir das noch machen. So, ich habe noch 1500 Bullet Tips. Da könnte man nochmal welche rausziehen. Brennt der gerade hier? Ne, der brennt nicht mehr, ne? Ne, der ist aus. Der schmilzt auch nichts mehr ein. Muss da noch Clay rein? Brauche ich für irgendwas Clay? Ja, hierfür brauche ich Clay und dafür nicht. Ja, komm, dann können wir nochmal eben. Wird wahrscheinlich eh nicht lange brennen. Oh, doch. 6 Minuten hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dann nehmen wir nochmal. Bin ich bei 9 Minuten, dann sind das, dann reicht das. So, jetzt, damit da wenigstens läuft, wisst ihr, dann kommt da wenigstens raus. So, da haben wir 3 Stück davon, die hatte ich hier reingeschmissen. So, dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr von diesen Frames.
So, hier habe ich noch eine Sniper, die ist fertig. Und noch eine Sniper, die ist fertig. Und das ist meine 600er Sniper, die ist auch geladen. Das heißt, die beiden Sniper kommen hier auch raus. Die will ich nicht haben. Ah, seht ihr, den Stock müsste ich noch aufwerten auf den 600er, sehe ich gerade. Hab ich denn einen schlechten Stock hier? 291er Stock hatte ich da. Der wird nicht viel ausmachen, der Stock. Das ist schon okay. Der wird nicht viel ausmachen, das reicht so. So, habe ich jetzt sonst noch irgendwo irgendwelche Waffenteile drin? Hier ist. Da ist noch eine Sniper. Und die AK. Und die ganzen. SMGs. Tschüss, First Aid Kids. First Aid Repair Kits meine ich natürlich nicht, First Aid Kids. War schön mit euch. Aber leider habe ich mich umentschieden. Okay, ich werde eh keinen von diesen Turrets mehr bauen. Wenn überhaupt Shotgun Turrets. Und dafür habe ich noch alles hier. Drei Stück könnte ich auf jeden Fall noch bauen. Zwei Stück kann ich auf jeden Fall noch bauen. Nee, pass auf, das lassen wir so. Dann haben wir hier 4, 4, 4. Okay, brauche ich nicht mehr. Ich muss also noch zwei von den Dingern und dann. Also extrahieren und dann hier noch die. Passt schon, ist okay. So, also ich brauche auf jeden Fall nicht so viele von den Dingern. Das heißt, ich könnte jetzt hier nochmal gucken, wo fehlen noch Receiver. Hier werden wahrscheinlich noch überall Receiver fehlen. Da fehlt auch noch einer. Und da fehlt einer. Okay, so, Receiver sind drin. Die werden auch vertickt. So, das kommt dann einfach geschlossen auch hier rein. Dann ist das auch für den Müll quasi. Und die beiden sind auch Müll. So, fertig. Ja, jetzt haben wir wieder einiges zum Verkaufen. Davon werde ich natürlich nicht alles los. Das weiß ich selber. Also da müssen wir mehrfach fahren. Der kommt da mit rein. Habe ich hier noch irgendwie eine Shotgun angefangen gehabt? Nein, hatte ich nicht. Könnte ich jetzt noch eine Shotgun anfangen, die sich lohnt? Nein, könnte ich nicht. Okay, lassen wir es. So, das heißt, ich habe dann hier. Warte mal, die nehmen wir da mal raus. Was ist das? Und was ist das? Och, Leute. Das ist doch schon wieder. Das gibt's doch jetzt nicht, ne? Und alle Shotguns. Ja. Komm, dann holen wir die Dinger hier auch raus. Kommen die da nicht mit rein? Dann kommen die auch wieder hier drüben mit rein. Und schon ist das Ding wieder voll. Ich. Es ist nicht mehr schön. Ne, Waffen und Munition waren hier. Ich könnte mir natürlich eine 6. Pass mal auf, ich mache mir eine 600er. Eine 600er mache ich mir. Das dürfte reichen für eine 600er, ne? Ja, ich denke mal, das wird gehen. So. Pflücken wir das mal auseinander. Und das auch. Ja, vielen Dank, dass ich mir jetzt so einen Lock herstelle. Naja, ist egal. Passt schon. Okay, damit nicht. Ja, vielen Dank. Okay, 600.
Damit nicht. Okay, höher als das. Hätte ich es nicht gedacht. Leute, ich sollte es erst wieder rausholen, ne? Und höher als das. Okay, kann ich mir merken. Ja, wahrscheinlich kann ich mir, mir das nicht merken, aber... So, das Ding wird mir nichts bringen. Hier sind höhere Parts drin, die könnte man mal testen. Dem kriege ich auf jeden Fall die 600 hin. So, jetzt sollte es passen. Nee, immer noch nicht. Aber ich habe SMG-Parts, glaube ich, noch da, ne? Nee, habe ich doch. Habe ich doch. Komm, dann ist mir das egal, dann machen wir das. Ja, danke. Escape wollte ich jetzt nicht gedrückt haben. Dann machen wir das so. Okay, dann sind das 600er Parts. Dann haben wir das auch. Das geht. Moment. Wenn ich das noch da habe, dann habe ich doch davon auch sicherlich welche da. Nee. Natürlich habe ich davon, von den Barrels, jetzt keine mehr da. Ja, das ist ja auch egal. Und von den SMG... Ja, da hätte ich noch welche da. So, gucken wir. Ja, 6... Oh, jetzt ist egal. So, und... Was? Was? Egal. So, jetzt machen wir uns hier aus eine 600er. Das keine 600er ist, sondern nur 599er. Dann ist es okay. Dann ist das nur eine 599er. Und wo setze ich die hin? Da. Neben dem Papier. So, die Ersatzpistolen hatte ich wo? Hatte ich überhaupt Ersatzwaffen für mich? Ich glaube, ich hatte gar keine, ne? Dann kann ich die auch verkaufen. So, Thema erledigt. Gehen wir noch ein bisschen drauf. So, das kam nicht da unten rein, sondern da rein. Viel... Ja, doch, da könnte man noch ein bisschen was draufsetzen jetzt, ne? So. Jetzt wird es auf jeden Fall wieder voll werden. So, Bullet Tips habe ich, Bullet Casings habe ich jetzt alle raus, die ich hatte. Mehr ist nicht. Das heißt, das sind 2000, 3500, 3600. Dem ganzen Gunpowder. Ja, doch, das passt schon. Es brennt auch ein und... So. Jetzt brennt's. Das brennt noch lang genug. Und das brennt auch noch lang genug. Gut. Okay, dann habe ich jetzt wirklich alles. Ich glaube, ich bin durch. Leute, ich glaube, ich bin durch. Endlich. Das ging mir jetzt so auf den Sack, ne? Aber ich musste diesen Platz, den brauchte ich jetzt wieder. Sonst nehmen die Waffenteile rüberhand. Ja, weil mir halt warm ist gerade, ne? Weil ich die ganze Zeit so wenig getrunken habe, ne? Habe ich hier eigentlich noch Bier? Jo, hier hätte ich sogar noch Bier im Angebot. Aber man könnte sich natürlich auch noch mal eben Bier brauen. Machen wir hier, ne? Glaube ich, mit Bier. Dreckiges Wasser. Hopfen.
45. 30. Und dafür brauche ich 11 Minuten. Was mache ich dafür ein Mist gerade? Können wir jetzt hiermit sagen? So, jetzt soll es passen. Mixen wir mal 30 Bier. Ich könnte auch wieder ein bisschen Hopfen anpflanzen. 12 sind das immer, ne? Dann machen wir mal Hopfensamen daraus. Okay, 24 kriege ich raus. Ne, 12. Okay. Die packen wir direkt wieder da mit rein. Und beim nächsten Mal pflanzen wir noch ein bisschen Hopfen an. Dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr davon. So. Jetzt muss ich überlegen, wann kommt eigentlich die nächste Horde? Tag 133 kam die letzte. Okay, 140, ne? Ja, Tag 140 kommt die nächste Horde. Eigentlich bin ich soweit durch. Da habe ich noch Munition. Die packe ich damit rein. Machen wir so. Das packe ich nach da. So, 1000, 2000, 2900. Das reicht. Es ist eigentlich schade, dass ich die Sniper bei der Horde gar nicht einsetzen kann, ne? Das ist echt schade. Ich glaube, ich weiß, warum ich die, das Öl so hergestellt habe letztes Mal. Duct Tape, Stoff und... Ich wollte mir... Vielen Dank auch. Duct Tape, Stoff und Forged Iron. Für die Repair Kits hier, die ich mir mache. So, 137 Duct Tape. Ach nee, habe ich hier gar nicht mehr. Kommt hier rein. So. Das schmilzt noch lang genug ein, das passt. Reaver Frame nochmal 500 rausziehen. Also 1000 im Sinne von nicht 500, sondern 1000 rausziehen. Das ist aus, das passt. Das kommt da oben hin. Ich könnte auch ein paar Bullet Tips rausziehen. Brauche ich aber eigentlich gar nicht. So, was haben wir hier? Schon mal ein paar Repair Kits wieder wegpacken. Was weg ist, ist weg. Die Armbrust könnte ich reparieren, dann müsste ich aber eine andere. Also machen wir das jetzt nicht. Okay. Orga. Bolzen, weg da. Das hier. Ne, ich nehme noch mal ein bisschen mehr Gas mit hier. Nochmal 1000. Lieber. Die Repacks sind ja eigentlich speziell für hier unten gedacht gewesen, die ganze Zeit schon. Ja, 137 Duct Tapes sind durchgelaufen, das passt also auch. So, haben wir auch wieder was. Ein bisschen mehr, was haben wir hier noch? Salt of the Lambs. Ne, da ist jetzt auch nichts vorbei. Da kommt was raus. Da ist nichts mehr drin. Das Ding ist auch durch. Gut, wie gesagt, Blei könnte ich hier noch rausziehen, ne? Achso, ja, danke. 500. 6 Minuten. Das sind 9 Minuten.
Das sind 9 Minuten. Komm, dann schmelzen wir hier weiter. Clay ein. So, Bullet-Tipps sag ich schon. Repair-Kits sind durch. Dann habe ich hier auch wieder ein paar Repair-Kits mehr. Munition habe ich genügend. Wo habe ich die andere Munition hingepackt, die ich hier unten hingepackt hatte? Ich wollte doch Munition für die Turrets oben mitnehmen, oder? Hatte ich das nicht gesagt? Ich war der Meinung, das gesagt zu haben. Kann mich auch gerade irren. Kann mich auch gerade irren. So. Erstmal nach oben. Ah, komm. Da ist die Nailgun. Und ein bisschen Sprit. Ihr ahnt, was kommt, oder? Ja, Doc Brown ist gut. Grunz. Also in erster Linie kommt jetzt erstmal oben Generator nachfüllen. So, erstmal hier rein. So, da haben wir dann. Ja, das reicht erstmal wieder. Dafür brauche ich auf jeden Fall erstmal keinen Sprit. So, dann machen wir hier mal. Voll. Wo ich schon gerade dabei bin, könnte ich aber auch mal eben das mitnehmen. Habe ich noch was vergessen? Will ich die Stahlhatches schon aufwerten? Schon aufwerten, sag ich schon, im Sinne von reparieren. Nee. Aber Forged Iron nehme ich mit. Stopp. Ach, es ist ein Hin und Her heute mit mir, ich weiß. Sorry dafür. Ja, was ist denn? 1000. Oh, nur ein Stack. So, okay. Dann reparieren wir mal ganz kurz hier. Die jetzt nicht unbedingt, aber hier die. Ah, selbst da drunter ist Schaden, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, Lock-Ammo, da kommt wieder voll rein. Das heißt, das Ding ist wieder gut bestückt. Der ist noch da. Ja, das ist das, was ich meinte, ob ich die Hatch reparieren möchte, aber ich glaube, ich wollte sie noch nicht reparieren, habe ich ja gesagt. Ja, da ist auf jeden Fall Bedarf. So, 124 Schuss für mich, das reicht. Lock-Ammo habe ich drin, dann passt das auch. Hm. Den habe ich jetzt nicht gehört, den habe ich dummerweise nur gesehen, den Zombie da hinten. Ja, ist gut so. Mach mal, dass hier schön kalt wird. Wie gesagt, unterm Stacheldraht habe ich ja gesagt, würde ich schon ganz gerne immer alles repariert haben. So, das war das. Da ist alles safe. Ne, da passt alles. Also die Seite sollte kein Problem darstellen. Dann gucken wir hier auch nochmal nach. Ne, da ist auch alles gut. Aua. So. Okay. Also,
Einmal Forged Iron und ein von den Electronical Parts. Also die Komponenten brauchen wir eigentlich gar nicht. Jo, ist doch okay. Ist doch okay. So, Stacheldraht. Copy Rotation war das? Nee. Das ist Copy Rotation. Ist alles erledigt? Jo, das passt. Da ist noch ein Loch. Da. Ich glaube, da habe ich meinen Sprengbolzen reingerammt. Bin mir gerade nicht sicher. Wire. So, dann haben wir das auch. Sprit machen wir gleich. Jetzt gehen wir nochmal kurz hier hin. Die sind auch alle erledigt. Na komm, brauchen wir nicht. Können wir hier machen. Ja? Hallo? Kann nicht sein hier, dass ich... Oh, Leute. Ja, er findet mich. Messing. Messing ist immer gerne gesehen. Boah, was? Was wir hierbei sind. Machen wir mal eben die Bäumchen hier weg. Aber ich bin der Meinung, dass hier mal eine Hausfassade stand. Wovon jetzt gerade nichts mehr über ist. Hier gibt es auf jeden Fall noch mal Papier. Oh, die ist noch untouched. Na, okay, ist nichts drin gewesen. Oh, Messing. Oh, Bett. Oh. Okay. Messing. Ich glaube, hier war ein Spucker drin. Wrench, ja. Schnell nochmal eben hier die Feder mitgenommen. Der Schal drum. Wenn ich die abbaue, was kommt da nochmal raus? Ach, nur Rohre und... Ah ja, okay. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Ist halt länger her, dass ich das gebraucht habe, ne? So nach dem Motto. Gut, mir ist schön kalt. Freut mich. Hier ist. Was sind hier Löcher drin, Leute? Und alles kaputt. Hey, schön, mir wird echt jetzt kalt. Kein mal schlecht. Meckere ich gerade mal als einzigster wohl nicht drüber. Den Fernseher nehmen wir auch noch mit. Hatte ich hier hinten noch was gesehen, was ich noch mitnehmen könnte dann? Ja, die Lampe kann ich mitnehmen. Ich glaube, da kommen nur diese. Ja, da kommen nur diese Dinge raus. Was? Das war eine Messinglampe? Ja, dann nehmen wir wieder hier. Oh. Du erschreckst mich nicht nochmal, mein Freund. Dann nehmen wir die doch hier auch mit. Und wenn wir die mitnehmen, verabschiede ich mich jetzt hier auf diesem Weg schon mal. Und würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zur neuen Folge. Bis dahin. Habt einen schönen Tag und ja. Macht's gut. Oh. Ja. Okay, die nehmen wir dann doch noch mit. So, okay. Jetzt verabschiede ich mich aber. Ne? So, nach dem Motto. Bis morgen. Schönen Tag und tschüss.